Die Republik Belarus, Weißrussland, hat nach Angaben ihres Staatschefs Alexander Lukaschenko eine Revolution vor der Präsidentenwahl am 9. August abgewendet. Belarus habe einen groß angelegten Plan zur Destabilisierung des Landes zerstört, sagte er. Die Masken sind nicht nur den Marionetten heruntergerissen worden, sondern auch den Puppenspielern, sagte Lukaschenko mit Blick auf Russland. Der Staatschef nahm Bezug auf das Vorgehen der Behörden gegen die russische Belgazprombank und deren Ex-Chef Viktor Babariko, der bei der Präsidentenwahl gegen Lukaschenko antreten wollte. Der 56-Jährige sitzt wie viele ehemalige Mitarbeiter der Bank in Untersuchungshaft. Tausende demonstrierten gegen seine Festnahme. Neben Viktor Babariko sind noch viele andere festgenommen worden und wir wissen nicht, was ihnen zur Last gelegt wird und was mit ihnen geschieht. Babariko hatte angekündigt, er wollte eine Volksabstimmung, um zu einer Verfassung zurückzukehren, die vor Lukaschenko gültig war. Die EU hat an Weißrussland appelliert, von willkürlichen Festnahmen abzusehen und die Festgenommenen freizulassen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov traf am Freitag mit seinem weißrussischen Amtskollegen Wladimir Makai zusammen. Lukaschenko sagte, er sei zuversichtlich, die Probleme zwischen Moskau und Minsk könnten gelöst werden.